Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Heute an diesem Sonntag steht eine Geschichte im Mittelpunkt, die schon sehr alt ist, aus dem Neuen Testament, und die auf den ersten Blick mit einem Thema zusammenhängt, das vielleicht für uns als Menschen hier in der modernen Welt eher fern erscheint. Und zwar ist es das Ehrenraufen am Sabbat. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er geht durch ein Kornfeld und die Jünger haben Hunger und sie nehmen einige Körner aus den Ähren raus und raufen die, also pulen da die Körner aus und essen sie. Das sehen wiederum die Pharisäer, die sagen, das ist am Sabbat nicht erlaubt. Denn am Sabbat soll man Ruhe halten, man darf nicht arbeiten. Und das, was die Jünger dort tun, ist Erntearbeit, laut Definition ihrer Verordnung, die das Gesetz, am Sabbat Ruhe zu halten, letztlich schützen soll. Jesus sagt daraufhin, dass schon David sich über manche Gesetze hinweggesetzt hat, als er zum Beispiel Hunger hatte, ist er in den Tempel gegangen und hat dort Brote, die eigentlich für die Priester vorbehalten waren, hat er darum gebeten und dann gegessen. Und dann sagt er einen wichtigen Satz, dass eben der Sabbat um des Menschen willen gemacht ist und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt, der Sabbat ist dafür da, den Menschen in seinem Leben zu helfen. Also Gottes Wille ist dafür da, dass der Mensch in seinem Leben gut lebt und nicht der Mensch ist dafür da, dass er den Willen Gottes hält. Das ist das, was da dahinter steht. Das klingt wie eine alte, man kann sagen innerjüdische Gesetzesauslegung und auch Diskussion darüber, wie man mit Geboten Gottes, mit den Gesetzen des Alten Testaments umgehen soll und mit den Geboten und Gesetzen, die von diesen Gesetzen ausgehend erlassen wurden. Aber wenn man sich genau dahinter schaut und schaut, was die Pharisäer im Grunde bewegt, dann merkt man, dass diese Diskussion eigentlich über die Jahre hinweg nie aufhört. Und bis heute, und vielleicht gerade auch heute in der Diskussion über Verordnungen, Gesetze, über Maßnahmen, zum Beispiel jetzt auch zur Corona-Eindämmung und wie man damit umgeht, dass das ganz modern ist. Die Frage nämlich, inwiefern wir als Menschen den Sinn eines Gesetzes verstehen und danach leben oder ob wir eher versuchen, Gesetze zu halten, weil es eben so ist. Das heißt, geht es um Gesetzesobservanz oder geht es um das Leben? Geht es darum, einfach ein Gebot zu halten oder geht es darum, den Sinn eines Gebotes zu verstehen und danach zu leben? Die Pharisäer, die die Jünger hier kritisieren, tun das ja nicht aus Boshaftigkeit, ja, sind nicht bösartig oder sowas. Sie haben eine schlechte Presse, aber sie haben da ein ganz nobles Ansinnen. Sie wollen Gottes Willen durchsetzen. Sie wollen das, was sie für richtig halten, wo sie sagen, das ist wichtig, dass wir das als Menschen tun. Sie wollen, dass die Menschen im Grunde nach Gottes Gebot leben. Dass die Menschen sich nach den Geboten und Gesetzen halten, die für sie richtig sind. Und die wichtig sind fürs Leben. Und darauf drängen sie. Das ist erstmal gar nichts Übles. Aber was im Grunde für mich in der Replik von Jesus auf diese Frage der Pharisäer, was da dahinter steht, für mich ist die Kritik an den Pharisäern, dass sie bei ihrer ganzen Gesetzesobservanz und bei dem ganzen Blick darauf, die Gesetze und Gebote zu halten, etwas Entscheidendes aus dem Blick verlieren, nämlich den Sinn des Gesetzes. Und das geht mir genauso. Da bin ich, sehe ich mich auch getroffen. Gerade auch, was die Pharisäer betrifft. Wenn ich beginne, im Grunde genommen in meinem Leben mich nur auf Gesetzesobservanz zu konzentrieren, dass ich das jetzt so mache und so mache und so mache, dann verliere ich den Sinn des Gesetzes. Dann verliere ich das, was dieses Gesetz eigentlich im Hintergrund mir sagen will. Beim Sabbat ist es ganz deutlich. Wenn ich jetzt nur darum schaue, ah, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen am Sonntag und jenes nicht machen, ah, das ist auch noch Arbeit. Im Grunde genommen ist es so ein Stück weit das, was die Pharisäer versuchen auch mit, versuchen durchzusetzen. Verständlich, um das Gesetz zu schützen, sind sie auf diesem Weg der Gesetzesobservanz. Dann ist es so, und so erlebe ich das bei mir auch, dass ich Schritt für Schritt verliere, aus dem Blick verliere, was es eigentlich soll. Was diesen ganzen Verordnungen und die ganzen Regelungen im Grunde eigentlich sollen. Und es ist, und das sagt Jesus hier ganz deutlich, für mich als Mensch oder als Christ oder als derjenige, der
in seinem Leben nach Gottes Willen sucht, eine große Aufgabe, den Sinn des Gesetzes zu erkennen und danach zu leben. Denn wenn das geschieht, dann ist dieses Gesetz nicht mehr nur vor mir, außerhalb in einem Buch, sondern es kommt in mein Herz. Und aus dem Herzen heraus kann ich handeln, weil ich es verstanden habe. Und weil ich weiß, dass es gut ist. Und weil ich im Inneren erfahre und verstehe, dass dieses Gesetz da ist, um mein Leben zu schützen. Und ich nicht dafür da bin, ein Gesetz zu halten. Ich bin nicht dafür da, ein Gesetz zu halten. Dafür bin ich nicht geschaffen. Sondern die Gesetze auch im Alten Testament sind dafür da, damit der Mensch nach Gottes Willen leben kann. Um ihm zu helfen, um mir zu helfen, ihnen. Das ist eine ganz andere Form oder eine etwas herausfordernde Form, die Jesus hier für seine Nachfolger quasi verpflichtend macht. Es ist eine Position der Freiheit. Der freie Mensch versteht den Sinn und den Willen Gottes und muss in seinem Leben diesen Sinn und diesen Willen Gottes immer wieder neu anwenden und in seinem unterschiedlichen Situationen, in denen der Mensch eben ist, immer wieder neu den Willen Gottes darin finden und sich neu entscheiden. Das ist eine Frage von Verantwortung und Freiheit. Das ist nicht Beliebigkeit, sondern das hat zu tun wirklich mit Verantwortung. Und das gehört zur Freiheit dazu. Im Grunde genommen ist es fast so, finde ich, dass Jesus hier ganz schön viel verlangt. Er verlangt von seinen Jüngern eine verantwortete Freiheit, ein freier, verantwortlicher Umgang mit den Geboten Gottes. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn daran so modern? Ich sage mal nur ein Beispiel. Wir waren jetzt auf einer Weiterbildung und dort war es so, dass wir in der Schulsituation, das heißt in der Seminarsituation, Abstand hatten und immer dann, wenn wir aufgestanden sind, mussten wir die Maske aufsetzen. Wenn wir zum Essen gegangen sind, galten aber andere Maßgaben in diesem Bundesland. Nämlich, da mussten wir die Maske aufsetzen, bis wir am Tisch waren und dann konnten wir sie absetzen. Das heißt, am Tisch saßen wir ohne Abstand und haben geredet und gegessen, im Seminarraum nicht. Da galten wieder andere. Mir ist aufgefallen, bei mir selbst und auch im Gespräch mit den anderen, dass die sture Gesetzesobservanz dieser auf den ersten Blick sehr schrägen Vorgaben dazu geführt hat, dass sich die Menschen eigentlich innerlich von diesen Vorgaben, die ja im Prinzip im Sinn gut sind, distanziert haben. Das heißt, diese reine Gesetzesobservanz hat sie eigentlich innerlich und mich auch auf Distanz gehen lassen zu diesen ganzen Verordnungen. Weil ich dann gesagt habe, na, ist doch irgendwie nicht durchdacht, das müsste doch auch anders sein. Der gesunde Menschenverstand sagt doch was anderes. Und ich erlebe das in Gesprächen sehr oft jetzt auch, dass es, wenn es um Masken geht, um Beschränkungen, dass da immer wieder solche Dinge kommen. Jetzt müssen wir uns daran halten, 20 Leute nur noch in Feiern oder 25 Leute nur noch bei Feiern, aber zum Beispiel Gottesdienste sind davon ausgenommen. Wie kann das denn sein? Ich sagte jemand, na, dann mache ich halt, dann hole ich dich dazu als Pfarrer und du sprichst vorher ein Segensgebet, am Ende sammelst du die Kollekte ein, da können wir auch noch mit mehr als 25 Leute feiern und Wein können wir da auch trinken. Also es war ein kleiner Spaß. Da merke ich schon, dass wenn es um reine Gesetzesobservanz geht, wenn es nur darum geht, diese Verordnung, wie sie ist, zu halten, ohne sich zu fragen, warum, da ist es so, dass Schritt für Schritt die Menschen sich davon innerlich distanzieren, weil sie den Sinn dieser Sache nicht mehr im Blick haben. Wenn es nur darum geht, zu gucken, sind es jetzt 25 oder 26, wenn es darum geht, ich gehe jetzt hier in diese, ich muss mir erstmal eine Maske aufsetzen oder nicht aufsetzen, brauche ich jetzt Abstand oder brauche ich jetzt nicht Abstand? Viel wichtiger wäre doch in diesem Fall, in dem Fall, in dem wir jetzt sind, mit dieser zweiten Welle, viel wichtiger wäre es doch, wenn den Menschen innerlich klar ist, um was es geht. Dass es darum geht, Abstand zu halten, dass es darum geht, seine Kontakte nachzuvollziehen und die Kontakte mit den hygienischen Maßnahmen zu verbinden. Das heißt also auch mit, eben, wenn man erkältet ist, nicht rauszugehen oder einfach, wenn man das innerlich trägt, dann braucht man diese Verordnung nicht mehr, weil man weiß, um was es eigentlich geht, wo diese Verordnungen das Leben schützen. Das ist das Wichtige, dass das jeder versteht und nicht, dass jeder diese Verordnungen hält. Wenn das gelingt, wenn sozusagen jeder in Freiheit und Verantwortung mit diesen Geboten und Gesetzen umgeht, dann sind wir viel besser gerüstet,
Wie sagte schon jemand am Anfang, das wichtigste Mittel in dieser Corona-Pandemie, also der wichtigste Waffe dagegen, ist der gesunde Menschenverstand. Manche sagen dann, na dann sind wir verloren. Aber im Grunde ist es so. Es ist der gesunde Menschenverstand. Ich sag mal noch mehr. Das wichtigste und stärkste Mittel im Kampf gegen diese Krankheit oder gegen jede andere auch, ist, dass das, was dieser Krankheit entgegensteht oder was, mit der wir sie ein Stück weit eindämmen können, wenn das in das Leben des Menschen und in den Verstand erstmal, in den Kopf und in das Handeln übergeht. Und das gelingt eben nicht dadurch, und das macht Jesus für mich hier deutlich, und das erlebe ich in meinem eigenen Denken auch, es gelingt eben nicht dadurch, dass man einfach die Dinge hält, weil sie so gesagt sind, sondern dass wir aufgerufen sind, in unserem Leben nach dem Sinn danach zu suchen und von diesem Sinn heraus die Maßnahmen für uns in Freiheit und Verantwortung anzupassen. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist nicht nur hier in den Verordnungen mit Corona so, sondern es hat auch zu tun, überhaupt, wenn wir in unserem Glaubensleben mit dem Willen Gottes, der in Gesetzen zu sehen ist und zu erleben ist, wenn wir mit diesem Willen Gottes in unserem Leben umgehen, dann ist das der richtige Weg. Da geht es nicht nur darum, etwas zu verbieten oder etwas nicht zu tun, sondern zu verstehen und zu suchen, warum nicht. Warum sollen die Menschen dort, die Jünger, nicht diese Ehren abreißen? Warum gibt es dieses Sabbatgebot? Und Jesus sagt ganz deutlich, es ist dafür da, den Menschen in seinem Leben zu unterstützen. Und von diesem Punkt aus lässt sich das Leben nach Gottes Willen neu leben. Damals war das so und heute ist das auch so. Zugegeben, es ist der schwierige Weg. Es ist einfacher, die Dinge einfach zu tun, die einem gesagt werden. Damit hat man Verantwortung abgegeben. Damit kann ich sagen, ich habe mich doch immer an die Hygieneregeln gehalten. Ich habe mich doch immer dran gehalten. So wurde es mir gesagt. Aber das Leben, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus dieser Corona-Epidemie für mich selbst, das Leben kann ich nur leben, wenn ich selbst Verantwortung übernehme. Und für mich und für mein Leben wird kein anderer Verantwortung übernehmen als ich selbst. Und dazu gehört eben auch, mit diesen Verordnungen verantwortlich und in Freiheit umzugehen. Nicht in Beliebigkeit und Willkür, sondern Verantwortung. In Verantwortung vor Gott, vor meinem Leben und vor dem Leben der anderen. Wenn das gelingt, denke ich mir, sind wir in diesem ganzen Corona-Wahnsinn schon einen Schritt weiter. Einen schönen Sonntag.